Mario Adorf, Jahrgang 1930, Autor und Schauspieler. Mario Adorf begann seine Theaterkarriere 1953 am Züricher Schauspielhaus. Schnell gelang ihm der Sprung ins internationale Filmgeschäft, wo er meist in Schurkenrollen besetzt wurde. Ihm gelang der Spagat zwischen skrupellosen Mördern und seriösen Unternehmern, da er stets auch jeder Rolle eine positive Tragik schenkte. Heute gehört er zu den profiliertesten zeitgenössischen Darstellern auf der Bühne, im Kino und im Fernsehen. Und er veröffentlichte erfolgreich eigene Werke als Buchautor. Mario Adorf kannte ich vorher nicht. Auf meine E-Mail antwortete er: Von Herzen gerne würde ich Ihnen Rede und Antwort stehen und hoffe, dass aus dem Würde bald ein Werde entstehen kann. Das Buch war quasi schon im Druck und ich hatte mit dem Grafiker verabredet, dass wir 10 Seiten für ihn freihalten. Wir hatten eben das große Problem Corona. Mario Adorf war in Paris und hat seit Monaten auf seine Impfung gewartet. Es war wirklich ein Spiel mit der Zeit. Die Druckerei drängelte, die vorletzte Woche brach an, Deadline. Und da kam morgens von Adorf aus Paris eine E-Mail: Gute Nachrichten, ich bin geimpft, ich komme nächste Woche nach München. Wir trafen uns dann in seiner Schwabinger Wohnung in München. Also, abgesehen von Ihrem tatsächlichen Alter, wie alt fühlen Sie sich denn? Also ich würde sagen, ich gehöre zu denen, die sich sehr wenig Gedanken bisher über das Altern gemacht haben. Wenn ich also jetzt was über das Altern sagen muss, wie alt ich mich fühle, ich habe immer gesagt, ich fühle mich am liebsten so alt, wie ich gerade bin. Also weder jünger noch älter. Wunderbar. Denn das eine schützt einen vor Überraschungen, nicht? Und das andere vor Ängsten. Gibt es denn etwas, was Sie am Älterwerden schön finden? Ich habe keine Meinung über das Alter. Gut. Sondern ich kann aus meiner Haut nicht heraus. Ich merke, wie ich älter werde, wie die Kräfte weniger werden, wie die Konzentration vielleicht nicht mehr so hundertprozentig ist. Ich habe ein relativ gutes Gedächtnis.